Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Need for Speed Shift. In der letzten Folge haben wir uns unsere kleine 240SX gekauft und ein bisschen aufgebaut. Und heute machen wir uns mal an, die ein bisschen auszutesten. Wir sind immer noch in der Time Attack Serie, haben dort noch zwei Rennen. Und wir fahren heute auf Ebisu South. Das passt ja dann gut, wenn wir einen schönen kleinen Drift-Japaner haben. Und gucken mal, wie der sich so schlägt. Wir haben ja noch nicht allzu viel Leistung drin. Ich glaube, wir haben jetzt so 230 PS oder so gehabt. Aber für einen KA-Motor ist es schon ordentlich. Fährt sich gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Auch wenn er mir etwas sehr untersteuert. Oh Gott, komm rum. Wie kam denn der Typ jetzt da rum? Ich habe doch gar nicht so einen, hat doch gar nicht so einen großen Einschlagswinkel hier. Na komm. Bisher sind wir Zweiter. Ich versuche hier einfach mal ein bisschen quer rumzufahren. Vielleicht hilft das hier. Tatsache, es hilft was. Okay. Ein S-Chassis muss man halt einfach quer fahren. Wären wir auch noch, keine Sorge. Da ist unser 240er wie gemacht für. Nehmen wir auch mal an, dass wir den dann auch über die Zeit so ein bisschen als Projekt behalten werden. Wir haben da an sich noch so ein paar andere Autos uns holen als Projekt. Und die über die Zeit dann immer weiter ein bisschen hochzüchten. Damit wir dann auch ein bisschen Wagenauswahl haben und nicht irgendwie nur auf ein Auto beschränkt sind. Ah, komm. So eine Strecke wie Ebisu ist immer doof, wenn dann, wenn man Verkehr mit dabei hat in so einem Zeitrennen, weil genau sowas passiert, genau. Was sollte das denn jetzt? Muss schon gucken, wenn jemand in deiner Linie ist. Fällt das Lenkrad von dem. Ein richtig schönes Momo-Lenkrad. So ein bisschen nach außen gewölbt, beziehungsweise zu einem Hinhalt gewölbt. Wie nennt sich das im Deutschen? Im Englischen nennt sich das Dish, also dass eben, dass man, dass das Lenkrad ein Dish hat, aber wie nennt sich das im Deutschen, wenn es so gewölbt ist? Weiß es gerade gar nicht. Gefällt mir auf jeden Fall. So gebürstetes Alu in der Mitte. Sehr geil auf jeden Fall. Nee, diese Kurve hier mag ich einfach nicht. Oh, ich wollte schon sagen, es fährt Ryan Cooper mit, aber nein. Es fährt sein Cousin mit. Nick Cooper. Ja. Oh. Ein Klappscheinwerfer haben wir uns kaputt gemacht. Das wird teuer. Wir sollten überlegen, uns eine Cell 80 Front an die, dran zu bauen. Dann wiederum werden die Cell-80-Fronten auch immer teurer, so wie ich das mitbekomme, aber gut. Beziehungsweise halt die Silvia Coupé Front-Schürze und so. Na gut. So, gewinne 15 auf leichte Höhe, gewinne 15 auf mittlere Höhe. Sehr schön. So, haben wir das. Und dann haben wir noch ein Zeitfahren auf Bustle Creek. Bustle Creek, welche Strecke war das denn nochmal? War das dieses kleine Oval?
Wie soll man denn da einen Zeitfaden drauf machen? Ich weiß es gerade gar nicht. War das die Strecke? Na, gucken wir mal. Ja, Tatsache, war das Oval. Fahren wir einfach mal im Kreis, alles klar. Gut, da ist unser kleiner hier eigentlich nicht für gemacht, aber naja. Oh, da ist noch einer. Dann wiederum, wir haben ihn ja jetzt eigentlich voll auf Stufe 1 aufgebaut. Haben also alle Stufe 1 Leistungsteile zumindest mal drin. Deswegen, da sollte man eh keine Probleme haben dann. Oh, ein bisschen mehr Drehzahl bitte. Na, der Fahrerlevel ist sehr schön. Ja, ich freunde mich aber mit dem kleinen hier am Milch an. Der gefällt mir echt. Echt ein kleines süßes Auto. Den RX-8 werden wir trotzdem wahrscheinlich noch ein paar Mal rausholen. So, ja, das Rennen ist relativ eintönig, sag ich jetzt einfach mal. Wir dürfen, keine Ahnung, 3 Minuten oder so viel, was auch immer jetzt mal im Kreis fahren. Aber das ist natürlich auch super, jetzt weil ich weiß hier halt überhaupt nicht, wo die Ideallinie ist. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber genau das sollen wir für die Anforderung machen. Ja, wo soll ich denn fahren, Spiel? Bitte, sag mir das. Ich möchte jetzt die Rennlinie dafür nicht extra einschalten. Dann gehen wir mal in den vierten. Ja, die 1200 Punkte werden aber auch schwer. Denn hier die Ideallinie? Jetzt müssen wir hier ran. Warum ist die denn jetzt nicht hier? Nee. Das werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Ja, immer im Kreis. Naja, 1200 Punkte haben wir. Bin auch nicht voll drauf aus, dass wir überall mal jeden Stern mitnehmen. Weiß gar nicht, ob man da irgendwie am Ende dann irgendwas speziell freischaltet oder so, wenn man das macht, aber naja. Vielleicht am Ende noch. Mal gucken. Aber noch haben wir echt genug zu tun. Das sind sehr viele Aggressionspunkte, die wir da bekommen haben. Auf jeden Fall. So, 60.000 durch Sponsoren verdient. Oha. Und Vinylkategorie Wappen. Wappen, was ist denn da drin? Keine Ahnung. Na gut. So, damit haben wir dann auch die Zeitfahrserie hier fertig. Und ich denke mal, wir sind damit auch in Stufe 1 fertig, ja. Und sind damit sozusagen jetzt in Stufe 2. Und haben schon jede Menge freigeschaltet. Haben sozusagen hier schon alles freigeschaltet. Dann würde es mit den Wagenduellen an sich weitergehen. Aber ich glaube, wir machen erstmal noch ein paar Einladungsevents.
Na, jetzt habe ich euch schön geteasert, dass wir jetzt Stufe 2 machen, aber nö. Machen jetzt erstmal ein Rennen gegen mit einem Lamborghini Murcielago gegen einen Lamborghini Gallardo. Alles klar. Lamborghini lässt zwei seiner Wagen aufeinander los. Entscheide dich zwischen dem Murcielago und dem Gallardo. Hui, das ist schwer. Also wir haben einmal den Gallardo. 552 PS. Allrad wiegt 1500 Kilo. Und den Murcielago wiegt 150 Kilo mehr, hat aber auch 70 PS mehr. So circa 70 PS mehr, glaube ich. Ne, 80 PS sogar. Sehr schön. Ja, punktetechnisch spricht auf jeden Fall alles für den Murcielago, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mehr Bock auf den Gallardo gerade, deswegen nehmen wir den. Spielen wir mal den Underdog. Mal sehen, ob sich das am Ende noch rächen wird. Noch mehr Lust hätte ich hier auf dem Gallardo LP 550-2. Das ist so mit mein liebster moderner Lamborghini, weil er eben Heckantrieb hat. Heckantrieb ist geil. Ey! Was sollte das denn? Ja, hast du dich schön abgeschossen. War bestimmt gar nicht teuer, wenn Murcielago und Gallardo drauf fährt. Wie zum Geier holt er jetzt so dermaßen wieder auf? Tatsache, wir können ihn echt nicht abschütteln, besonders wenn ich so eine Scheiße baue hier. Was mache ich denn? So fährt man doch garantiert nicht durch so eine Kurve. Konnte aber an der Stelle jetzt auch nicht überholen. Das ist sehr schön. Also der hängt mehr am Heck wie sonst was. Und das, obwohl er sich komplett abgeschossen hat. Gut, ich habe mich dann auch komplett abgeschossen, aber egal. Oh Gott. Oh Gott. Okay, alles klar. Hui. Wir haben keinen einzigen Kratzer im Heck. Was zum Geier? Er ist uns voll hinten raufgefahren. Wie soll das denn gehen? Haben wir uns immer der Heck irgendwie aus Stahlbeton oder so? Keine Ahnung. So, jetzt sind wir hinten und müssen mal hoffen, dass unser lieber Herr Murcielago so ein bisschen eine Chance lässt. Okay, Start haben wir auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. Sind sozusagen jetzt schon vorne, aber er ist noch neben uns. Ey! Aber der fällt ganz schön ruppig. Ah! Alter, wie zum Geier ist der so schnell? Ich wiege immerhin 150 Kilo weniger als er. Das ist irgendwie... Da glaube ich nicht, dass er so dermaßen einen Vorteil haben kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat sich abgeschossen. Sehr schön. Haben wir es? Oh, wir haben es. Na gut. Das war jetzt zwar relativ unverdient, weil er ist mir davor extrem... davor gefahren, aber anscheinend hat er ein bisschen zu viel Risiko eingegangen und ja, das kommt davon. Auf jeden Fall ein spannendes Rennen, so ist nicht. Ich mag diese Autoduelle immer, wenn man so zwei Autos hat, die so ein bisschen was gemeinsam haben, aber eben auch ein paar Unterschiede haben und dann so gucken kann, was welches Konzept da besser ist.
In dem Fall war auf jeden Fall sein Konzept das Bessere, weil er ist uns einfach komplett davon gefahren. Aber nun ja, er konnte halt nicht fahren. What? Wir sind auf dem Weg zur World Tour. Ja, wir haben die Stufe 3 freigeschaltet. Wir haben noch nicht mal mit der Stufe 2 angefangen, aber wir haben die Stufe 3 frei. Das kann man machen. Gut. Ja, toll. So, und dann würde ich sagen, machen wir für heute noch ein letztes Einladungsevent, und zwar eine heiße Runde auf der Dakota Club. Mit diesem Mazda MX-5 werden wir auf die Jagd nach Rundenbestzeiten gehen. Genau das werden wir. Ja, genau. 170 PS. In unserem kleinen Miata. 9 paar Sekunden bis grün. Und erbietest du die 3 Zeiten, stehst du auf dem Podium, okay? Alles klar. Grün, wir starten, los geht's! Warum hat er mich jetzt im Drehzahlbegrenzer rausgelassen? Naja. Ja, gucken wir mal, ob wir die Rundenzeiten schlagen können. So ein MX-5 ist schon ein schickes Auto. Ich kann mich erinnern, ich saß auf der IAA vor 4 Jahren. Ich glaube, das war vor 4 Jahren auf der IAA, saß ich mal in so einem. Die Dinger sind von innen echt ganz schick, muss man sagen. Also von der Verarbeitung so und so kann man sich das echt geben. Jetzt mittlerweile ist ja auch ein neuer Nummer raus. Finde ich auch nicht schlecht. Mittlerweile habe ich mich da so ein bisschen an die Optik gewöhnt. Am Anfang fand ich den gar nicht gut. Ernsthaft? Ja, das war irgendwie ein bisschen leicht. Da können wir, glaube ich, sogar noch ein Event machen, weil das war ja jetzt einfach nur fahr mal eine Runde. So, ja. Toll. Und dafür kriegen wir 8000. Den Job möchte ich bitte haben. Das wäre echt super. So. Ja, die Ladezeiten sind auf jeden Fall deutlich besser geworden. Das ist ja gar kein Vergleich. So, wir haben nochmal eine heiße Runde, und zwar diesmal im Focus SG auf Wenshedge. Ich frage, ob wir nicht ein paar heiße Rundenzeiten mit diesem Ford Focus ST fahren wollen. Auch wieder so ein cooles Auto. Hat ja einen rein 5-Zylinder Turbo. Der eben auch im Ford Focus RS drin ist. Nur ein bisschen weniger Leistung halt, aber naja. Ich denke mal, den kann man auch ganz gut nochmal ein bisschen auftun. Der lässt einen immer im Drehzahlbegrenzer raus. Das nervt mich. So, jetzt diesmal natürlich Frontantrieb. Dafür hätte ich das Untersteuern sogar einigermaßen in Grenzen. Das gefällt mir. Zumindest auf dem ersten Meter kommt es mir so vor. Zieh dich doch ganz gut in die Kurven wieder rein. Okay, der Drehzahlmesser ist diesmal doof gemacht, weil man kann halt noch nicht mal bis zum roten Bereich drehen. Der hört schon vorher, also der ist schon vorher im Drehzahlbegrenzer. Warum auch immer. Diese kleinen, die drei kleinen Anzeigen da gefallen mir, die in der Mitte sind. Sagt Bus, haben wir jetzt auch schon wieder. Ne, wir haben nur 2 bekommen. Okay, müssen noch eine Runde drehen. Kam die Runde jetzt auch nicht besonders schnell vor. Deswegen hätte es mich gewundert. Hätten wir auf jeden Fall runterschalten müssen. Berg hoch. Okay, die Runde ist erstmal langsamer. Ist mir etwas lang übersetzt. Es gefällt mir nicht ganz so. Na klar, ist eine ganz andere Klasse von Auto als so ein MX-5 oder so, aber ein bisschen kürzer dürfte trotzdem sein. Komm.
Sehr schön. Haben wir das also auch. So, und damit würde ich dann auch sagen, war's das für die Folge. Wir gucken uns vielleicht nochmal ein bisschen wieder ins Replay rein, damit ich was fürs Thumbnail habe. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich wie immer über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten, wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Tipps, Tricks und sonst habt, immer in die Kommentare damit. Ja, das war's dann aber von mir. Bis dahin, euer Tiger15, aka der Fuzzybär. Tschüss.